Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit Arezu. Ich bin Arezu und in der letzten Folge haben wir uns einen Prototypen abgeholt, den wir jetzt erforschen können. Der geborgene Advent-Stasis-Anzug. Im Inneren des Stasis-Anzugs aus der Advent-Schmiede haben wir einen unbekannten humanoiden Organismus entdeckt. Eine neue Art Advent-Soldat, ein bislang unbekanntes Alien. In Anbetracht der extremen Sicherheitsvorkehrungen, die zum Schutz dieses Objekts getroffen wurden, ist es sicher von hoher Bedeutung für die Aliens, wenn gleich eine genaue Analyse vonnöten sein wird, um seinen letztendlichen Zweck zu ermitteln. Gut, ihr habt 6 Tage. Und wir schauen mal, wie lange wir haben, bis wir wieder einsatzfähig sind. Uiuiui, 15 Tage für Sandman. Angeschlagen. Ah, okay, ich habe ihn offenbar mitgenommen, als er müde war. Das passiert manchmal. Okay, dann fällt er jetzt ein bisschen aus. Das ist nicht so schön. Avatar-Projekt geht, glaube ich, um 1 runter. Stand da bei Lex beim letzten Mal? Ja. War von höchster Bedeutung für die Aliens, Commander. Dieser Rückschlag und der Verlust des Wesens, das ihr Team bergen konnte, werden die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher verlangsamen. Niedrigere Kontaktkosten wären an sich nicht schlecht, denke ich. Ich will nur noch mal schnell nachgucken, was wir sonst so hier haben. Hier wollen wir Kontakt herstellen, da wären natürlich niedrige Kontaktkosten gut. So, machen wir. Der Verstand ist sicher nicht in der Lage zu verstehen, was sie aus der Schmiede mitgenommen haben. Na, das werden wir sehen in 6 Tagen. Commander, bei der letzten verdeckten Aktion gab es einige Verletzte, aber nach ein paar Tagen Ruhe werden alle wieder einsatzbereit sein. Sehr gut. Stanislav Vasiljev hat seine Zielsicherheit um 2 erhöht. Beide haben EP erhalten und wir haben einen überragenden Schaft bekommen. Yay! Dann schauen wir mal, was wir als nächstes holen können. Es hat sich eine neue Gelegenheit ergeben, die Pläne der Ältesten zu stören. Und meine Anhänger sind bereit, sie zu nutzen. Vorräte brauchen wir nicht unbedingt. Die Beförderung wäre da aber ganz gut. Mentale Stärke, jeglicher Kampfwahnsinn hält nur eine Runde lang an. Panik, Besessenheit, Berserker und Gebrochen. Achso, das ist ein Befehl, den man kriegen kann. Okay, das ist nicht unbedingt das Wichtigste. Widerstandskontakte brauchen wir auch nicht unbedingt gerade. Soldatenbelohnung, Ausweichen plus, das ist ganz gut. Plus Mobilität und wir würden den Hexer komplett aufdecken, also könnten ihn angreifen. Freiwillige Armee. Bei jedem Einsatz besteht eine Chance, dass sich ein Widerstandssoldat dem XCOM-Trupp anschließt. Okay. Das ist ganz nett. Also als ein Befehl für die Schnitter. Einrichtungshinweis nicht so wichtig. Projektfortschritt reduzieren nicht so wichtig. Hacken ist wieder ganz gut. Kampfintelligenz verbessern. An sich ganz gut. Und plus Ausweichen ist auch nicht schlecht. Bisschen Alienbeute kann alles sein. Plus Willenskraft, nicht so wichtig. Hier auch plus Wille. Kameradschaft formen könnte theoretisch gut sein. Plus Ausweichen und Avatar-Fortschritt reduzieren. Ja, also plus Ausweichen ist ganz gut. Den Fortschritt reduzieren, wie gesagt, nicht so. Ich glaube, diesen Widerstandsbefehl hier will ich haben. Freiwillige Armee. Benötigt einen Soldaten. Hier nehmen wir mal Vapor. Weil plus Hacken ist gut für Unterstützer. Und noch jemanden, zum Beispiel William Jones. Einfach irgendjemand noch für die EP. Es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen, aber ich gewöhne mich an die neue Situation, genau wie meine Leute. Schon bald sind sie bereit für gemeinsame Operationen. Wir sind die ganze Zeit unterwegs, zusammen. Also... Wir erledigen das, keine Sorge, Commander. Gut. Dann untersuchen wir weiter das Urlaubsresort. Oh nein, das Avatar-Projekt geht voran. Schreitet voran. Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Eine neue Einrichtung zum Kaputtmachen. Würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Moment mal, die haben 5 Punkte. Und wir haben 5 Einrichtungen. Wir könnten die komplett auf 0 bringen. Okay, da haben sich die meisten schon erholt. Ausbildung fortsetzen, bitte. Du lernst jetzt auch noch Beherrschung. Oder Lehrenspalt? Beide sind verdammt mächtig. Ich glaube Lehrenspalt erst einmal. Falls wir sie durch ungute Umstände früher rausholen müssen, dann ist Lehrenspalt besser als... Sehr schön. Als Beherrschung.
Weil es nicht so darauf ankommt, jemanden im Willenskraftduell zu besiegen. Das heißt, Genau man wie hat der bessere Alien, wo wir den Erfolgschancen. Commander gefunden haben. Oberflächlich ja. Von der Funktion, Commander, sehr gut. Fangen wir an. Wir wissen, dass Advent-Soldaten die genetischen Eigenschaften von Menschen und Aliens aufweisen. Eine erste Untersuchung ließ mich vermuten, dass dies auf Modifikationen an Menschen zurückzuführen war. Gefangene oder vielleicht sogar unwissende Freiwillige. Besuchen Sie noch heute Ihren Advent-Rekrutierer. Aber die Realität sieht leider völlig anders aus. Die Advent-Soldaten aus der Einrichtung, einschließlich des Exemplars vor Ihnen, wurden produziert. Jeder Soldat verfügt über einen einzigartigen genetischen Code, überwiegend menschlich, aber mit einigen offenen Fragmenten. Offen für was? Für jede beliebige DNA, die Advent einfügen möchte. Sektoid, Muton, selbst die Spezies, die unsere Soldaten Berserker nennen. In allen Fällen fungiert das menschliche Genmaterial als Bindeglied, das die Stränge zusammenhält. Menschliches Material. Wie das Zeug aus der Geheimeinrichtung. Genau. Es ist die Schlüsselkomponente ihrer Soldatenproduktion. Also haben wir die ganze Zeit gegen uns selbst gekämpft. Sozusagen. Aber ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Die menschliche DNA in diesem Exemplar unterscheidet sich in einem Punkt von allen entschlüsselten Sequenzen aus der Schattenkammer. Psionische Empfänglichkeit. In Anbetracht der Masse der involvierten Stränge kann das kein Zufall sein. Der Untersuchungsvorgang in den Kliniken. Avatar. Die Macht eines nach dieser Vorlage erschaffenen Wesens ist unvorstellbar. Central, hätten wir es nicht vor Fertigstellung des Vorgangs abgefangen? Ich weiß, Doktor. Setzen Sie die Forschung fort. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Zum Glück haben die sich wirklich sehr viel Zeit gelassen. Denn wir haben das auch getan. Ich weiß nicht, warum es schlimmer ist, wenn die Leute direkt so produzieren, als wenn sie Gefangene nehmen würden. Ich meine, eigentlich ist es sogar besser. In beiden Fällen haben sie einen unbegrenzten Vorrat oder Nachschub, unbegrenzten Nachschub. Bloß in einem Fall werden dann eben keine Zivilisten dafür benutzt. Gut, jetzt müssen wir nur noch kurz warten, bis die Unterschrift dort weg ist, damit wir den ersten Absatz sehen können. Vom Forschungsbericht geborgener Advent-Stasis-Anzug mit dem Codenamen Golem, der am 27. Dezember 2035 fertiggeschrieben wurde. Ich bin ja der Meinung, hier hätte man durchaus noch einen Punkt hinpacken können. Müssen. Weil so steht da 27. Dezember und nicht 27. Wir vermuteten ja bereits, dass in der Advent-Geheimeinrichtung produzierte Material in direktem Zusammenhang mit den Alien-Operationen in der Schmiede stand. Es überrascht mich also nicht, dass wir nun das vermutliche Produkt dieser Unternehmung entdeckt haben. Das Objekt hat annähernd humanoide Form und befindet sich in einer Art Stasis- oder Schutzanzug, der dem ähnelt, in dem wir den Commander gefunden haben. Die weitestgehenden physischen Ähnlichkeiten sind nicht ganz so leicht zu erkennen, da das Exemplar unfertig zu sein scheint. Ich hatte zunächst die Theorie, dass dies das Ergebnis eines ausgefeilten Klonexperiments sein könnte. Leider hat die ausführliche Analyse der DNA und genetischen Struktur des Objekts nämlich zu dem Schluss kommen lassen, dass ein Klon das geringere Übel gewesen wäre. Was wir gefunden haben, ist eine Art Rohling, eine Grundstruktur, auf der eine neue Lebensform aufgebaut werden könnte, wenn wir den Prozess nicht unterbrochen hätten. Aufgrund der Informationen, die uns zu den Aktivitäten der Aliens in der Geheimeinrichtung vorliegen, muss ich leider davon ausgehen, dass die menschlichen Gefangenen und Entführungsopfer dort im Zuge der Entwicklung dieses Exemplars verarbeitet wurden. Interessanterweise stammt das. Okay, wenn die dafür verarbeitet wurden, was ja auch klar war, dann ist es einfach nur genauso schlimm, weil gestorben sind sie, bloß. Ja, es macht eben wie gesagt keinen Unterschied. Interessanterweise stammt das humanoide Genmaterial für diesen Prozess von psionisch begabten Menschen, womit Edwin zweifellos eine bewusste Auslese bezweckt hat. Doch eine Frage bleibt noch offen: Was ist die fehlende Komponente? Womit sollte die genetische Lücke geschlossen werden, um diese Kreatur zum Leben zu erwecken? Richard Teigen, das sind zwei Fragen. Doch zwei Fragen bleiben noch offen. Oder man formuliert es eben um, dass es nur eine Frage ist, aber so hat das halt zwei Fragen gestellt. Das ist nicht akzeptabel. Der wird Unsere Arbeiten gefeuert. schreiten wie erwartet voran, Commander. Hatten wir hier nicht noch eine. Okay.
Achso, weil das, gut ist, die haben direkt wieder dieses Projekt aufgenommen. Und ein Einsatz vom Widerstand. Operation Endgültiger Hauch. Evakuiere die VIP aus der Stadt. Einen Spezialisten bekommen wir und 81 Informationen. Einen Private. Ernsthaft? Na gut. 11 Gegner. Schwerer Mech, Elite-Lanzträger, Elite-Purifikator, Sektor-Pod, Elite-Schildträger, Elite-Soldat, Elite-Phantom, Codex und ein Archon. Setze Kurs auf Kommen wir mit klar, denke ich. Ziel. Ich denke, die meisten sind wieder aktiv, bloß Sandman nicht. Manchmal. So. Okay, Volcano ist müde, Zen ist müde, Vampire wäre verfügbar. Okay, wir nehmen Snake Eyes wieder mit. Lila Bane ist dabei, Venom ist dabei. Venom brauchen wir auf jeden Fall wegen des Dings, das ist wegen des Sektopoden. An sich wäre es mir ganz lieb, hätten wir noch jemanden mit Zerschreddern, aber naja. Man kann wohl nicht alles haben. So, du bekommst noch ein Medikit mit. Lila Bane bekommt. Hoppala, wir müssen mal Ausrüstungsgegenstände freigeben. So. Ich finde es merkwürdig, dass. Also offenbar gibt es noch eine spezielle Rüstung für die Scharmützler und auch die Templer. Denn bei denen haben wir hier die zwei Slots und der eine ist blockiert. Bei den. Ach Gott, wie heißen sie doch? Bei den Schnittern haben wir einen Slot, der blockiert ist. Okay, du bekommst. Hatten wir nicht eben noch. Moment. Okay, merkwürdig. Gut, obwohl brauchen wir. Ne, zwei Ranger sind doof. Nein, dann nehmen wir lieber noch hier, Vampire mit. Dieses Ausrüstungsgegenstände freigeben scheint nur dann zu funktionieren für diesen einen Soldaten, was ganz praktisch wäre. Okay, ich denke, wir sind soweit. Wir sollten noch nachgucken. Hier, Waffenverbesserung können wir machen. Hier ein überragender Schaft. Fehlschüsse fügen wir mal noch 4 Schaden zu. Und fortschrittlich ab. Hier, du bekommst den R-Lader aber. Und dir kann ich nichts draufpacken. Du hast nämlich das Arashi. Wie sieht's bei dir aus? Kein Platz mehr für Waffenverbesserung. Was ist mit Kampfsimulation? Plus Trefferpunkte. Nee, die würde ich nicht unbedingt für dich ausgeben. Muss ich mich kurz ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht gesagt habe, verschwenden. Auch nicht unbedingt hier bei Flatline, weil Flatline eigentlich nicht ins Feuer geraten sollte. Gut, und hier habe ich ja nichts Entsprechendes. Okay, dann heben wir uns diese Waffenverbesserung noch auf. Voll Moment mal. Hier war. Nee, Waffenverbesserungen waren gar nicht mehr übrig, die wir jetzt geben konnten. Ging jetzt gerade nur um die PKS. Gut, dann geht's los. So, und das waren 14, ne? Ich hätte wahrscheinlich noch mal nachgucken sollen, wie viele es wirklich waren. Ich bin mir nämlich absolut nicht sicher, aber ich will auch nicht zurück. Bin ungeduldig für den Kampf. Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge noch schaffen, schnell zu Ende zu bringen. Ist ja nur eine Escort-Mission. Was in den meisten Spielen nicht unbedingt schön für mich ist. Weil man in sehr vielen Spielen dann sich eben an den die sehr, sehr langsame Geschwindigkeit anpassen muss. Kein Problem. Ja, aber dadurch, dass man hier selbst kontrolliert.
gefällt es mir ein bisschen besser. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Advent weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Ich stimme ihm auf jeden Fall zu. Es sind sehr schicke Evakuierungskoordinaten. Und aus irgendeinem Grund hat Flatline nicht ihre Ausrüstung an. Okay, du gehst mal hier hin. Und ich habe hier nicht aufgepasst. Das hier ist kein gedecktes Gebiet. Okay, dann gehen wir eben alle ungedeckt aufs Dach. So. Ein Plus und ein Minus haben wir bei jedem hier. Ermunterung. Ah, durch Ziehsoldaten, okay. Und was haben wir hier für böse Dinge? Strafen. Ah ja, der erhöhte Bereich, in dem wir gesehen werden können. Wir gehen hier nicht so weit vor, wie wir könnten. Denn wir wollen hier ganz bestimmt nichts aufdecken gerade. So, du versteckst dich dort in der vollen Deckung. Camille Willems. New Doom. Läuft auch nur ganz normal. Könnte sich mit dem Kletterhaken schneller bewegen. Aber dadurch, dass ich ja gerade gar auf keinen Fall jemanden aufdecken möchte. So. Lila Bane kann sich dann hier direkt. Da. Das kann ich machen. Positionieren. So. Okay, wunderbar. Hinter Venom. Hab Gegner gefunden. Gegner haben mich gefunden. Und der bekommt schon mal einen Schuss ab von Venom. Moment, das hier hinten ist Venom? Moment, hinter wem? Achso, Flatline ist hier vorne. Stimmt ja. Okay, der ist nicht näher gekommen. Das ist das Wichtigste. So. Okay, dann schauen wir mal. Das macht 7 bis 8 Schaden. Das wäre nicht genug. Okay, wir können den hier schneiden und dann... Ja, was machen wir dann? Den da können wir nicht so einfach schneiden. Das ist doof. Camille kann hier gerade noch nichts vernünftig machen. Hier fehlt schon wieder. Die Bewegung mit Hilfe des Kletterhakens. Okay, wir gehen mit Venom hier hin. Und erschießen den Mech. Oder auch nicht. Okay, in diesem Falle kann Lila Bane das machen. Er kann die zusätzliche Ladung auch gut gebrauchen. So. Sehr gut, das war die 1 von 14. Du bleibst dann da, nehme ich an. Flatline. Mit einer 30%igen Crit-Chance. Leider kein Crit bei rausgekommen. Aber plus 2 Fähigkeitspunkte, das ist doch schön. Okay, dann gehen wir hier mal oben aufs Dach. So. Positioniere mich neu. Aus irgendeinem Grund haben wir da einen flankiert, offenbar. Oh oh. Das ist ein Problem. Okay, doch niemanden flankiert. Das wurde nur komisch angezeigt. Gut, dann versuchen wir den da mal zu erledigen. Wir haben 2 Versuche mit 83% Chance. Sehr schön. Der hat auch noch was fallen gelassen, auch schön. Der Peitschenhieb wäre da theoretisch ganz gut.
Aber ich denke, wir schießen erst einmal auf das Unbekannte da. Ah, Moment, nee, das ist nicht. Oh, okay, klar, so geht's auch. Ja, ja, kein Problem. Das waren dann drei Abschnitte. Der Meerlader ist schon ein klein bisschen überpowered, oder? So, dann zerschneiden wir den hier noch. Das war echt gut. Und so, das sammeln wir noch ein. Das war die 4 von 14. Fortschrittliches Zielfernrohr, PKS überragende Beweglichkeit und auserwählten Informationen. Ich weiß nicht, was diese auserwählten Informationen bringt, aber... Okay, dann schauen wir mal. Ah, wir haben keine vernünftige Sicht. Ich denke von hier aus eventuell. Nö. Also ich sehe, dass da hinten einer ist. Ich könnte den wahrscheinlich mit der Nulllanze erledigen. Ja, dann machen wir das einfach mal. So, einen Schildträger zu erledigen. Und die Lanze hat zwar eine verdammt hohe Abklingzeit, aber man kann sie mehrfach einsetzen. So, und ich habe... Hoppala. Meine Strichliste vom Tisch geworfen. Das war die 5. So. Okay, geh mal hier hin. Das hier ist doch ausgebrannt, ne? Du gehst hier hin. Nur ein kleines Stück nach vorne und in Deckung. Taktische Analyse. Da habe ich immer noch nicht nachgeguckt, was das genau... Okay, ich war kurz erschrocken. Versuchen wir es mit Gerechtigkeit. Die Entscheidung ist gefallen. Hey, du da unten, komm mal hier hoch. Nein, du kannst da nicht mehr zurück. Okay, das war das. 6 von 14. I'm on it. Okay, Lila Bane schicken wir erst einmal hier hin. Und dann haben wir da hinten schon wieder Gegner aufgedeckt. Der Ionensturm bringt uns dort jetzt erst einmal nichts. Wäre jetzt ganz gut, wenn wir uns so platzieren könnten, dass wir den da bald ausschalten können. Also sofort. Und eventuell können wir das machen. Flatline, wo kannst du hin? Nicht die besten Positionen. Aber da dürfte sie, glaube ich, nicht direkt flankiert werden. So, hier bekommst du nur die Kodizes ins Visier, ne? Ja. Aber, wenn wir jetzt das Elite-Phantom da hinholen, decken wir noch mehr Leute auf. Unter anderem ein weiteres Phantom. Oh Gott. Okay, das mit den Phantomen ist ein Problem. Ich kann das nicht direkt erledigen. Na, vielleicht mit einem Crit. Bin nicht ganz sicher. Verdammt. Kostenloses Nachladen. Kombiniert mit der Abschusszone wäre eine Überlegung wert. Also das klappt gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir
komme den nicht ins Visier, wie ich ihn ins Visier bekommen sollte. Aber zumindest kann ich ihn hier flankieren. Crit? Okay. Ja, jetzt kriegen wir den auch zerschnitten. Mal sehen. 11 bis 12. Die haben 12. Ne, das haut auch nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Gut, dann heben wir uns auf jeden Fall den Sensenmann noch auf. Hallo. Habt ihr das gesehen? So, das war die 7. Damit haben wir die Hälfte. Dann stellen wir uns hier hin. Der teleportiert sich höchstwahrscheinlich weg, aber für den Fall das nicht. Okay, wir benutzen die Abschusszone. Uppala, Abschusszone, ohne das Nachladen zu verschwenden. Dann bewegen wir Venom hierhin. Da kann sie dann direkt in Feuerschutz gehen. Etwas, das in letzter Zeit wesentlich wichtiger immer wird. Ich weiß nicht warum. Eigentlich hat sich am Spiel nichts groß geändert, was es wichtiger machen sollte. Ja, du gehst dorthin. Eine volle Deckung ist ganz gut. Das ist Private. Warum hat die eigentlich keine Waffe? Ich meine, wir hätten eine mitnehmen können, oder? Er teleportiert sich. Kein Schnitt. Da kommt die Waffendeaktivierung. Nervige Sache. Feuerschutz, okay. Der wird jetzt... Oh, nee, der schießt. Aua. Okay. Was bringt uns denn dieses Hacken? Truppsicht für den ganzen Trupp. Nein, das brauchen wir nicht. Na, ich drücke abbrechen. Diese Menüs sind aber sehr träge in diesem Spiel. Mal sehen, was machen wir mit New Doom? Okay, da flankieren wir den da hinten. Das ist doch schon mal schön. Wir erledigen den nicht direkt, was nicht so schön ist, aber... Ja, 7 bis 8. Na gut, mit einer 40% Trefferchance eventuell Crit-Chance, eventuell könnten wir den erledigen, aber nein. Jetzt haben wir zwei mit jeweils einem HP. Okay, Vampire, du gehst... Wo gehst du denn hin? Hier hin. So, jetzt möchte ich erstmal nachgucken. Beherrschung. Ich könnte nur den da oben beherrschen. Das will ich nicht. Dann machen wir den da oben kaputt. Hätte ich den Archon übernehmen können, dann hätte ich versucht, den mit jemand anderem zu erledigen. Wieso nicht? Da können wir das Dings da erledigen. Den Feuerschutz. Gut, du musst dich erst einmal dort wegbewegen. Das hier sind alles nur halbe Deckungen. Hier, das ist, denke ich, ganz gut. Weit vom Kampfgeschehen entfernt, in einer vollen Deckung. Flatline kann momentan sowieso nichts machen, dann kann sie auch nach vorne sprinten. Und mit ihrem Gewehr kann sie auch nachladen und im nächsten Zug angreifen. Das ist gut. Und ich sehe, leider haben wir es nicht geschafft, bis zu den 30 Minuten zu kommen und die Folge zu beenden. Also die Mission zu beenden. Die Mission zu beenden, bevor wir die 30 Minuten erreichen. So. Deswegen beende ich hier jetzt die Folge.
Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir hoffentlich gewinnen. Sieht aber eigentlich danach aus. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.